FSV Mainz 05 gegen Rasen. Ballsport Leipzig. Schiedsrichter Eugen Fritz vom FC Preußen erstmal Kampf. Beide ja hauchzart in dieses Viertelfinale eingezogen. Die Mainzer besiegten die Mühlis buchstäblich in der letzten Sekunde mit 3:2. Und die Leipziger gingen sogar ins 9-Meter-Schießen gegen den Hamburger Sportverein mit 9:8 in einem dramatischen Spiel. Konnte das gewonnen werden. Und hier ist das 1:0 für Leipzig. Torschütze Tom Kraus. Aber er ist schon ein paar Mal zugeschlagen. Und Postwenden, ein wunderschönes 1:1 durch Daniel Haritonov. Ja, was kann man so machen? Schöne Volleyabnahme. Klasse. So kann es gerne weitergehen. 90 Sekunden, 2 Tore. Mit der Schlagzahl können wir leben. Mainzer ja seit 1.1. mit einem neuen Trainer, Sascha Hildmann, Nachfolger eines bekannten Bundesliga-Profis, Bo Svensson, der im Winter aufgerückt in die U17, der Mainzer. Hildmann, Fußballlehrer und jetzt neu bei Mainz dabei. Gute Schussgelegenheit hier für die 05er durch den Kapitän Nico Gericke. Ball zurückgelegt, abgefälscht. Gegenüber von Sascha Hildmann, auch das haben wir heute schon mal erwähnt, heißt Sebastian Hoeneß, der Trainer Leipziger, Sohn von Dieter Hoeneß, dem ehemaligen Manager von, unter anderem von Hertha BSC Berlin und dem VfL Wolfsburg. Als Spieler aktiv für die zweite Mannschaft von Hertha BSC und auch die TSG Hoffenheim. Und jetzt Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der Leipziger. Das ist Janik Bachmann. Ball quergelegt. Wunderschön auf Anton Rücker, der im ersten Kontakt den Ball ganz lässig einschiebt. Und die Leipziger in Front bringt. Sollte es bei der allerersten Turnierteilnahme schon fürs Halbfinale reichen. Das wäre eine dicke Bestätigung für die Organisatoren, die Leipziger hier mit ins Teilnehmerfeld zu nehmen.
Eugen Fritz heute als zweites Mal im Einsatz. Er wird nachher das Spiel um Platz 3 pfeifen. Joshua Wiking, Keeper hier aus Minden. Alles geschafft in die Nachwuchsabteilung der Leipziger, die einen immensen Aufwand betreiben für die Ausbildung ihrer Spieler. Weltweit einheitliches Konzept. In Salzburg, in New York, in Brasilien haben sie was stehen, Südafrika. Und eben in Leipzig. Ermahnung hier für Tom Kraus. Die Mainzer ja als Gruppensieger. Durch die Vorrunde. 4-3 gegen Hannover, 2-1 gegen Dortmund, 4-3 gegen Köln. Alles knappe Spiele, dann 3-2 gegen die Mühlis. Alle Spiele mit einem Torunterschied. Aber eben gewonnen. Leipzig mit 6 Punkten in der Vorrunde. 3-2 gegen Bielefeld, 5-0 gegen Nürnberg und 4-5 verloren gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt der falsche Pfiff. Und das ist das Tor für Leipzig. Torschütze Tom Kraus. Doppeltorschütze hier im Halbfinale. Ball zurückgelegt. Und jetzt die Chance zum Ankommen. Sie wird genutzt. Daniel Haritonov. Zweites Tor. Und das geht ja gar nicht. Das nächste Tor für Leipzig. Rauf und runter geht das. Jetzt der nächste Angriff. Der Leipziger abgefangen. Haritonov. Der will ins Halbfinale. Das zeigt er hier. Schon zwei Tore erzielt. Jetzt mal über die Bande geklärt. Haritonov wieder. Geht ins 1 gegen 1. Gewinnt dies aber diesmal nicht. Da steht Jordan Bourne im Weg. Weg ging jetzt. Die Leipziger schon wieder über Falati mit ganz viel Geschwindigkeit. Schnelligkeit, ein Hauptkriterium in der Nachwuchsabteilung der Leipziger, was das Scouting angeht.
den überfallartigen Pressing-Fußball der Leipziger. Selbst in jüngeren Mannschaften werden schon Schnelligkeitstests vorgenommen, um dieses Grundkriterium mit abzuprüfen. Man hat genaue Vorstellungen, was für Spieler man haben möchte. Nach diesem Muster verpflichtet man diese. Die meinst du, stecken hier auf. 3 gegen 1 Überzahl jetzt. Schwach ausgespielt. Zu spät der Ball abgespielt von Lars Brückner. Jetzt im Gegenzug. Für Leipzig die Chance. Ball auf der Latte. Vorher Alex Steinbach pariert. Den Abschluss von Fabrice Hartmann. Der Spieler mit der Nummer 14 bei Leipzig. Das ist jetzt der Ball, das 3:4. Müsste Jonas Kummer gewesen sein, der da rechts auftauchte und den Ball mal eben frech ins Netz schlänzte. Es bleibt spannend. Tolles Halbfinale hier. Viel Geschwindigkeit, viele Torszenen. Hier verpasst Tom Kraus den Ball. Zwei Minuten Strafe für Leipzig Kapitän Naud Pablo Mekonnen. Naud Pablo Mekonnen. Aktionen an der Bande werden sofort mit 2 Minuten bestraft. Mainz jetzt mit dem 5. Feldspieler. Viking feidelt das noch. Und knappe 2 Minuten Zeit. Jetzt Überzahl noch. Und das wäre fast schief gegangen. Da wollten die Leipziger den Torwart wechseln und hatten dann beide auf dem Feld. Kuriose Szene. 1:30. Noch die Überzahl, 2:50 insgesamt auf der Uhr. Ballbesitz Mainz, sehr lang jetzt gespielt. Und der Pass! Mainz Nummer 7, Jonas Kummer mit dem Doppelpack. Macht das 2:4, 4:4 und holt die Mainzer zurück in das Turnier. Ja, wie lange sich dann wieder aufhören? RB Leipzig kann wieder auffüllen. Ah, Leipzig durfte auffüllen. Das verpasst. Was für eine Einzelaktion. Schako. Und Angolo. Ja, ein ganz auffälliger Spieler im Turnier. Weil sich die Spieler hier jetzt mittlerweile abwechseln, bei allen Mannschaften mal aufzufallen. In diesem Viertelfinale zum Beispiel Jonas Kummer. Der hier richtig auftritt. Der Ball über das Tor. 4:4, es ging um
den Einzug ins Halbfinale. Letzte Minute, Gleichsporthalle. 60 Sekunden. Trennen uns von einem 9-Meter-Schießen. Es wäre das zweite für Leipzig. Genau, für Mainz und für Leipzig. In der Gleichschuhfalle. Abgefälschter Ball. Hast du mal die Chance. Für die Leipziger, die jetzt wieder im Ballbesitz sind. Angreifen mit Nico Böhmer. Der Ball gespielt. Auf Murat Mamudov. Und Freistoß für die Leipziger. 24 Sekunden vor dem Ende. Das Tor für Leipzig. Nico Böhmer. Und 2 Minuten für den nächsten Leipziger. Murat Mamudov kickte den Ball weg. Muster wird 2 Minuten vom Feld. Ein Anschiss vom Trainer. Und jetzt Überzahl für Mainz. 20 Sekunden vor dem Ende. Viking kann den Ball noch abklatschen lassen. Mainz bleibt im Ballbesitz. Jetzt fast das Eigentor. Nein, Böhmer klärt den Ball. 5 Sekunden auf der Uhr. Zeit ist wieder angehalten. Ball wieder drin. Die brauchen jetzt einen Abschluss. Die brauchen einen Abschluss. Abschluss kommt, abgewehrt. Und jetzt steht Leipzig im Halbfinale. Wir sagen Dankeschön an die Mannschaft aus Mainz.